to the mountain. Hallo ihr Lieben, Cologne Watch, Henry von Laufenberg. Also, wir haben ein neues Thema, Cologne Watch, Carson Watches. Wir werden Uhren und Autos vergleichen. Ich werde euch zeigen, ja, was ihr so für 100k so alles kriegen könnt. Ich habe einfach mal ein Köfferchen dabei. Da haben wir drei Uhren dabei, die ich absolut phänomenale Meilensteine finde. Also, wenn ihr euch mal was Gutes gönnen wollt in Form einer wunderschönen Uhr, haben wir hier drei Uhren, die ich besonders sehr, sehr wichtig finde und ich besonders sehr, sehr cool finde. Wir haben zum einen eine gelb-goldene Rolex Submariner, ist ein 16618 mit einem sogenannten Tropical Dial. Das heißt, ja, das Zifferblatt hat sich im Laufe der Zeit durch die UV-Einstrahlung leicht farblich verändert. Je nach Lichteinfall wirkt die Uhr lila. Vielleicht sieht man es, wir versuchen es mal einfach hier aufzufangen gerade. Armin, hast du es drauf? So, ist im Grunde genommen eine 90er-Jahre-Version der Rolex Submariner. Ich stehe mal so ein bisschen auf Vintage, ich stehe auch ein bisschen auf ältere Sachen. Ihr wisst das ja, oder die Videos häufiger gucken. Ich sehe bei sowas auch immer das Besondere irgendwo darin. Ich sehe das Tritium-Zifferblatt, wo sich die Indizes leicht verfärben. Ja, wir haben im Grunde genommen diese Verfärbung auf dem Zifferblatt. Als nächstes habe ich dann hier eine Uhr, die mich persönlich emotional immer wieder sehr, sehr stark beeinflusst hat. Das ist eine Royal Oak Offshore. Ihr wisst, ich stehe total auf die Royal Oak Offshore. Ich finde, es ist eine der schönsten Varianten der Royal Oak. Die Uhr ist bullig, die Uhr ist sportlich, die Uhr hat Action ohne Ende. Ist jetzt hier eine Schwarzenegger-Variante in Gelb-Gold. Eine Uhr, die auf jeden Fall Aufmerksamkeit fordert. Nichts, womit man sich versteckt. Man hat immer aufeinandertreffende Schliffkanten. Die Uhr sieht einfach phänomenal aus, ja, egal aus welchem Winkel ihr die Uhr seht. Und es ist einfach eine schöne, tolle Uhr. Ihr habt ein unglaubliches Gewicht am Arm. Ja. Also wenn ihr diese Uhr tragt, werdet ihr immer wieder an den Gegenwert erinnert, den ihr da am Arm tragt. Und zu guter Letzt habe ich dabei eine Rolex Daytona mit einem Zenit-Kaliber. Sprich, es ist eine Gelb-Gold-Variante aus den 90er Jahren. Was ich an der Uhr sehr, sehr cool finde, die Rolex Daytona kam ja mit dem Automatikkaliber Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Damals hat Rolex die Werke zugekauft von der Firma Zenit. Und so ein Werk haben wir jetzt hier drin. Und es ging langsam los, dass die Leute Uhren auch als Wertanlage gesehen haben, beziehungsweise dass Uhren nicht einfach nur reine Instrumente waren, sondern die Leute, die haben eine Uhr gekauft, ja, beziehungsweise viele wollten die Daytona damals haben. War irgendwo so State of the Art, die Uhr. Es war die erste Uhr, wo es Wartelisten gab und damit ist dieses ganze Sammlerthema überhaupt losgetreten worden, kann man sagen. Gut, okay, und jetzt, Armin, müssen wir ja die Uhren und dieses wunderschöne Auto irgendwie ein bisschen in Einklang bringen, beziehungsweise wir müssen es ja miteinander vergleichen. Also unsere Frage natürlich an euch, schreibt auch in den Kommentaren, was würdet ihr kaufen? Würdet ihr eher die Uhren kaufen? Würdet ihr eher das Auto kaufen? Ich muss euch ganz ehrlich sagen, emotional ist ein Ferrari natürlich immer ein Auto, was mich persönlich sehr, sehr stark beeinflusst hat. Ja, und wenn ich in dem Auto fahre und wir werden nachher auch mal ein paar Autobahn-Szenen, denke ich mal, filmen und auch einschneiden, dann merkt ihr einfach, es ist einfach mega geil. Ja, es ist ein Saugmotor V8, der schreit euch einfach bei bis 8.500 Umdrehungen in den Rücken. Das ist einfach etwas, das gibt es so, glaube ich, das kriegen nur die Italiener, oder Ami? Er macht so eine abwiegende Bewegung im Kopf. Also okay. Ja, und jetzt eben die Frage, was sollte man machen, wenn man, ich sag jetzt einfach mal, knapp 100.000 Euro zur Verfügung hat. Das Auto hat natürlich extrem hohe Unterhaltskosten, hat laufende Kosten, ihr braucht Platz und so weiter und so fort. Bei den Uhren habt ihr mit Sicherheit die solidere, reine Wertanlage. Das heißt, ihr steckt euer Geld in Uhren, ihr legt die Uhren beispielsweise in ein Bankschließfach oder tragt sie, ist vollkommen egal. Im Laufe der Zeit wird der Wert der Uhren sich erhöhen und ihr habt einfach weniger Kopfschmerzen, weil ihr eben auch nicht diesen ganzen Platz braucht. Ja, also als reine Wertanlage würde ich euch immer empfehlen, die Uhren
Fun-Faktor, und das werdet ihr gleich auch noch in dem Video sehen, ist es natürlich schon schön, wenn man ein bisschen Action auf die Straße bringen kann. Ich denke mal, wir werden gleich noch ein bisschen Spürkes anstellen, lassen die Kiste mal ein bisschen schreien, ein bisschen knallen. Ich würde sagen, wir legen los. Attacke! Ciao! Freust du dich da, wenn du einsteigst, aber jedes Mal. Wir sind jetzt wieder bei der Firma. Ein paar Meter haben wir noch vor uns. Das Wetter hat uns ja ein bisschen heute einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich glaube, ja, da hätten wir mit Sicherheit besseres Wetter gebrauchen können. Wir haben im Übrigen letzte Woche eigentlich schon ein Video gedreht mit dem nagelneuen Ben Tiger. Ja? An dieser Stelle beste Grüße an unseren Azubi. Yassin, beste Grüße an dich. Das Video wurde nämlich aus Versehen wieder gelöscht. Jetzt hatten wir vergangenen Sonntag auch leider kein Video drin. Worauf steht ihr? Italienische Emotionen oder Schweizer Genauigkeit? Jetzt liegt es bei euch, hinterlasst uns einen Kommentar, hinterlasst uns ein Like, sagt uns, was ihr von dem ganzen Themenbereich haltet, und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Passt auf euch auf, ciao! Step siehst, den du erreichen möchtest, dann ist das einfach was Wunderschönes und was super Cooles, und das spornt einen immer wieder an. Man nimmt das dann eben auch als Antrieb. Und sagt, was Hi. Machen Sie hier? Wir machen nur ein kleines Video. Normalerweise werden Videos angemeldet. Ach, der Kollege war eben da von uns. Welcher Kollege? Der da gearbeitet hat unten, und dann habe ich dann ihm gesagt, dass wir wahrscheinlich ein kurzes Video machen. Jetzt sind wir ja schon mit drin, also was soll ich jetzt machen? Hast du einen Namen oder so? Also generell bitte in Zukunft Videos und solche Dinge vorher anmelden, ja, damit... Ist kein Problem, also hätten wir es gewusst, hätten wir es gemacht. Sag ich Ihnen ganz ehrlich, danke Ihnen. Da waren wir jetzt stehen geblieben.